Willkommen bei Amnesia. So, wir sind hier im wunderschönen Gefängnis, wo es wirklich toll ist, haben hier ein Loch gefunden im Boden, in das ich aber jetzt, glaube ich, noch nicht reingehen werde, sondern ich sehe mich hier mal ein bisschen um und hoffe dann, dass ich dann wieder hinfinde. Hier hört man dauernd Stimmen, es ist echt zum Verzweifeln. Hier sind Ratten und Mäuse und Öl! Öl! Öl, ich brauch dich so sehr. Ja. So viel, was dieser Hammer ist, weiß ich natürlich auch nicht. Ich muss mir nur merken. Er ist abgeschlossen. Das Schloss ist jetzt korrodiert und weist einige Schwachstellen auf. Kann ich hier den Hammer benutzen? Es ist noch etwas anderes nötig. Oh, oh. Muss ich hier Teile finden? Da muss ich hier noch einige Teile finden, Leute. Where is she? Where did she go? Ja. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. Nein, für junge Mädchen ist das hier wirklich kein Platz. Da hat er recht. So, was ist das hier? Meißel. Hammer und Meißel habe ich jetzt. Aha, damit kann ich sicher das Schloss öffnen. Glaube ich jedenfalls. Ich mache hier mal Licht. So, okay. Kann ich das kombinieren nochmal als erster? Ah. Ich sehe nichts. Öl! Öl! Wie schön. Den Raum konnte. Aha, hier gibt's nur Öl, sonst nichts, oder wie? Das ist aber gar nicht toll. Ist jetzt hier am Boden nur das Öl, oder? Hier ist doch gar nichts, oder? Nö. So, egal, Leute, bevor ich mich hier noch mehr verlaufe. Was war das jetzt? Gehe ich mal in dieses Loch hinein. Ich hoffe, ich kann hier schon rein. Ich hoffe, ich habe hier auch nichts übersehen. Das Loch ist zu schmal, um ihn durchzuschlüpfen. In einer der Zellen ist ein Loch im Boden, aber es ist zu klein, um ihn durchzuschlüpfen. Ja. Er öffnete das Leinentuch, in das die Kugel schützend eingewickelt war. Alexander reichte es danach, nahm sie an sich und hielt sie gegen das Licht. Bedecke sie, sagte er, halte sie immer verdeckt. Okay, wo bin ich jetzt? Okay. Ein Tunnel, wohin uns dieser Tunnel führt. Weg. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Kann ich denn den Stein nicht nehmen? Geh doch, du blöder Stein. Ich will hier durch. Ich will hier durch. Zack. Zack. Na endlich. Na endlich. So bin ich hier. Küche.
Leute, hier gibt es 1 Million Gänge. Echt keinen Plan, wo ich hin muss. Was für ein Spaß. Gut, was ist das? 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Mhm. Okay. Wenn du meinst, so ich schaue, ob ich hier die Helligkeit vielleicht noch etwas einstellen kann. Es ist hier schon sehr, 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 sehr finster. Gamma, ja, 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 das kann ich. Wieso habe ich nicht gleich heller gestellt eigentlich? Das ist jetzt eine gute Frage, ja. Echt dämlich, Leute. Echt dämlich. Was soll man machen? Hey, hier ist Öl. Öl, mein Freund. Mein Freund, das Öl und ich. Oder so ähnlich. Ist hier was? Hier steht ja lauter Müll herum. Hier sind Schweine aufgehängt. Was ist das? Ih, Säure. Und ich greife hinein. In der Küche steht ein Fass Säure. Ja, toll. Jetzt habe ich Schnittwunden. Du Arsch. Okay. Ein totes Schwein. Kann ich das in die Säure geben? Säure, das greife ich nicht mehr an. Okay, das wird wohl nachher nützlich sein. So, hier ist Laudanum, das nehme ich gleich. Sonst ist hier eigentlich nur Müll. Okay. Diese Ratten oder Mäuse hier. Sonderbuchsen. Okay, dann gibt's hier wohl nichts mehr zu tun. Weiter geht's. Und ich weiß schon wieder überhaupt nicht, wohin. Der wird mich sicher sehen, der wird mich sicher sehen, der wird mich sicher... Oh! So kann ich hier nicht kämpfen, ich verstehe das nicht. Jetzt wollte ich ihn noch schnell mit dem Hammer bekämpfen, aber das geht ja nicht. Du darfst nicht aufgeben, ja, ist das nicht toll. Leute, wo soll ich mich denn in der Küche verstecken? Seid ihr denn irre? Wo soll ich mich hier verstecken? Hier ist es überall hell. Ja. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Bin ich jetzt schon wieder am Anfang? Wo bin ich jetzt? Ganz ehrlich. Ich habe schon wieder Schnittwunden. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wohin ich muss. Hallo? Kulina-Küche, gut, da war ich schon. Da war das Loch, von dem ich gekommen bin. Hier ist der Lagerraum. Gut, ich gehe mal in den Lagerraum. Ich höre hier doch was. Leute. Hier ist es echt, echt gruselig. Zellenbereich. Oh oh. Okay, Lagerraum.
Leute. Ich gehe hier mal rein und mache hier die Tür zu. Well, it's for his own good. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Just in time, ja genau. So, das bringt mir jetzt aber auch nichts. Mein Gesundheitszustand ist echt nicht gut, Leute. Und hier sind überall diese Mutanten. Sein. Hier wimmelt es ja nur so von Mutanten, wirklich, wenn ich das gewusst hätte. Es wird ja immer schlimmer. Echt immer schlimmer wird das. Ich weiß nicht, wann ich rausgehen soll. Jetzt. Ich gehe einfach mal ohne zu schauen. Ohne zu schauen. Ich schaue nicht. Ich muss hier ein bisschen Licht machen, weil sonst stirb ich nämlich. Hier ist Öl. Das ist nicht schön. Ich kann hier kaum mehr was nehmen, weil mein Gesundheitszustand schon sehr schlecht ist. Durch das geht das alles jetzt sehr verschwommen und langsam. Aber was soll man tun? Ich möchte hier echt gar nicht mehr weitergehen am liebsten. Aber ich muss. Lagerraum, ja, wo ist denn dieser dämliche Lagerraum jetzt endlich? Verschlossen. Muss ich hier einen Schlüssel etwa finden? Janet. Ich verirre mich hier, das weiß ich jetzt schon. Der Lagerraum, ich liebe dich, Lagerraum. Endlich habe ich dich erreicht. Ob ich jemals zurückfinden werde? Ist die Frage. Und das nur wegen zwei Zunderbuchsen. Das nur wegen zwei... Ein Glas. Ist das für die Säure? Ich glaube, dass das für die Säure ist. Und mit der Säure muss ich eventuell dann das Schloss aufmachen. Denke ich mir halt mal. Ich weiß es nicht genau. Bleib doch offen, du dämliche Kiste. Hallo? Hallo? So, hier haben wir Öl. Zunderbuchsen. Mehr haben wir hier aber anscheinend dann wieder nicht. Egal. So, das heißt, ich werde jetzt mit dem Glas zur Küche gehen. Falls ich diese noch irgendwann finden sollte. Oh mein Gott.
Vielleicht hätte ich reingehen sollen. Ich bin ja so dämlich. Ich bleibe mal still stehen. Vielleicht hilft's was. Das, obwohl mein Gesundheitszustand eh schon so schlecht ist. Leute, Leute, es ist wirklich, wirklich mühsam, wenn so viele Mutanten auf einmal hier sind. Wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Ja. Ich weiß nur, dass ich jetzt... Kulina Küche, da muss ich hin. Da muss ich hin, auf jeden Fall. Ich denke mir halt, dass ich die Säure in das Glas geben muss. Ich weiß es nicht. Bitte, ich höre überall Schritte. Ich drehe mich jetzt gar nicht mehr um. Was ist hier? Ist hier ein Zettel? Hab ich den gar nicht gelesen vorher. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done. But at a price. Okay. Mit dieser neuen Erkenntnis werde ich den Part hier beenden. Und im nächsten Part werden wir uns auf der Suche nach der Küche begeben. Wo ich mir leider nicht gemerkt habe, wo die ist. Egal. Gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Bis dann.